Hallo in die Runde und herzlich willkommen bei BizClips TV. Heute geht es rauf auf die Ostsee. Wir wollen versuchen, ein paar schöne Dorsche ans Band zu kriegen. Wenn man die Fische findet, eigentlich kein Hexenwerk. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Dinge zu beachten. Mehr dazu aber jetzt gleich an Bord. Die Dorsche finden, das übernimmt heute Skipper Jürgen Horn. Er bietet vor Laboe geführte Touren an, kennt sich hier aus wie in seiner Westentasche und hat einen absolut beeindruckenden Fischriecher. Außerdem mit dabei André Wallux und Roland Eggers aus dem Grace-Team. Angeln! Geil! Wichtig natürlich, mit welchem Gerät geht es überhaupt rauf aufs Boot. Also wenn ihr in eurem Angelkeller in die Hechtecke greift, dann seid ihr auf alle Fälle auf der sicheren Seite. So mittelschwere Spinnruten sind optimal. Die Kollegen sind hier zum Beispiel mit einer 40 bis 80 Gramm Rute unterwegs. Das ist hier in diesem Fall die Grace Prowler Specialist Lure 2. Ich habe mir zwei Hechtruten mitgenommen. Zum einen eine etwas schwerere, das hier ist eine Rute im Wurfgewichtsbereich von 40 bis 140 Gramm. Das Ganze kombiniert mit einer 3000er Rolle, 16er geflochtene Schnur drauf und meine Jerke habe ich auch noch mitgenommen. Die wiederum kombiniert mit einer Multirolle, 150 Gramm Wurfgewicht und das ist eigentlich wirklich eine absolut ausreichende Kombi auf dem Boot. Was für ein dicker Lappen hier. Unglaublich, was hier abgeht an Bord. Also wenn ihr mit einer geflochtenen Schnur fischt, dann empfiehlt es sich auf alle Fälle ein bisschen Monofil vorzuschalten. Das hier sind jetzt so ungefähr 70 cm in der Stärke 0,40. Zum einen gibt es ein bisschen mehr Puffer, weil die geflochtene Schnur hat natürlich relativ wenig Dehnung. Und zum anderen seid ihr aber auch auf der sicheren Seite, weil eine monofile Schnur natürlich um einiges abriebfester ist als eine geflochtene. Das heißt, wenn ihr die geflochtene direkt anknotet, kommt mit Muscheln in Kontakt, dann machen die Muscheln einen kurzen Prozess. Und so seid ihr auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Das Thema Köder ist natürlich wie bei vielen anderen Angelarten auch ein riesiges. Das hier, das ist selbstverständlich der gute alte Klassiker, der gute alte Pilker. Ich fische nicht so sonderlich gerne damit, ist mit Sicherheit eine Geschmacksfrage, hat aber auch den Grund, dass der Pilker natürlich mit dem Haken immer da, wo er hin soll eigentlich, relativ dicht am Grund ist, somit aber auch die Hängergefahr erhöht. Ansonsten seid ihr auf alle Fälle auf der sicheren Seite, wenn ihr diese kleineren Varianten mit dabei habt, zwischen 30 und 75 Gramm. Damit solltet ihr euch eigentlich auf jede Situation einstellen können. Thema Farbe sprechen wir gleich natürlich auch noch drüber. Blau, Silber kann mit Sicherheit nicht schaden, imitiert selbstverständlich den Hering, also den natürlichen Beutefisch. Ein bisschen was Knalligeres ist auch nicht verkehrt. Rot-Schwarz ist auch immer ein Klassiker. Also das mal so eine kleine Palette. Wenn wir bei den Gummifischen. Gummifische gibt es natürlich tausende, gar keine Frage, in x verschiedenen Größen, Formen und Farben. Die Gummifische, die wir mitnehmen an Bord, sind in der Regel so zwischen 12 und 15 cm lang. Ich habe hier mal so vier Gummis rausgepickt, beziehungsweise auch vier Farben, die ich ganz gerne fische. So ein blau-weißer ist zum Beispiel mit dabei, mit ein bisschen Glitter, imitiert natürlich dann halt auch die natürliche Beute. In diesem Fall wäre es ein kleiner Hering. Ein bisschen was Knalligeres kann nicht schaden, ein deftiges Orange, Braunglitter ist mit dabei. Und Schwarzglitter. Dann stellt sich natürlich immer die große Frage, bei welchen Bedingungen kommt welche Farbe zum Einsatz? Allgemein hin sagt man ja, trübes Wetter, richtige Suppe, dann lieber ein bisschen auffälligere Köder, schönes Wetter, so wie jetzt, wenn die Sonne scheint, ein bisschen natürlichere Farben. Wir haben aber auch schon ganz anders Erfolg gehabt, damals schon bei der Kutterangelei. Wenn wir richtig dunkles Wetter haben, war es in Teilen so, dass nur dunkle, tiefschwarze oder halt aber auch schwarze Köder mit etwas Glitter gefangen haben. Also da heißt es einfach ein bisschen experimentieren und sich auf die entsprechenden Bedingungen einstellen. Ganz ähnlich sieht es Jürgen. Also ich persönlich sag mal so, diese Rottöne, Rot-Gelbtöne, Grüntöne, helle Töne, auf jeden Fall
dunkle Töne sollte man auch dabei haben. Aber es ist immer schwer zu sagen, heute läuft rot oder schwarz. Man muss es wirklich ausprobieren, weil das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Trübstoffe im Wasser, der Lichteinfluss. Man muss es ausprobieren. Auf jeden Fall helle und dunkle Farben sollte man immer dabei haben. Schöner Fisch, so macht das Spaß. Herrlich. Petri Dank. Ja, schön. Wenn es rangeht ans Fischen auf dem Boot, dann gibt es zwei Varianten. Einmal das Angeln in der Andrift und einmal das Angeln in der Abdrift. Das Angeln in der Andrift heißt, ihr treibt auf den Köder zu. Das heißt, ihr schmeißt den Köder ganz normal aus, lasst ihn auf den Grund sinken und dreht ihn entweder mit kurzen Kurbelumdrehungen an euch ran oder aber ihr pilgt bzw. ihr jiggt ihn in leichten oder auch mal in etwas höheren Sprüngen an euch ran, lasst ihn wieder absinken, wartet, bis ihr dieses Tocken in der Rute spürt, ditcht ihn wieder an und kurbelt wieder 2-3 Umdrehungen. Das Fischen in der Andrift. Das Fischen in der Abdrift, das ist um einiges entspannter. Da könnt ihr den Köder einfach an der Bordwand runterlassen, auf den Grund sinken lassen. Und für den Fall habe ich halt auch die Jerke mitgenommen mit der Multirolle, weil ich finde, das ist ein absolut entspanntes Fischen. Das heißt, der Köder ist auf dem Grund angekommen. Das Boot treibt also vom Köder weg. Das heißt, ihr könnt einfach nur ganz leichte, kurze Sprünge machen. Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Schnur nachgeben. Das ist halt der Vorteil einer Multirolle. Bei der Stationärrolle müsst ihr den Bügel immer wieder aufklappen, müsst Schnur nachlassen. Bei der Multirolle funktioniert das Ganze ganz einfach über den Daumen. Und je nachdem, wie viel Struktur ihr habt, wenn ihr einen großen Strukturwechsel habt, macht das die ganze Sache natürlich um einiges entspannter. Das heißt, ihr könnt euch relativ schnell auf entsprechende Strukturwechsel einstellen. Und apropos Struktur. Also wenn man rausfährt und ein eigenes Boot hat, ist das schon angebracht, einen Fischfinder zu haben. So dass man den Grund ein bisschen guckt. So Steingründe sind gut, Krautfelder sind gut, Abbruchkanten sind sehr gut. Das heißt, wo das Wasser ein bisschen von 10 auf 12 Meter tiefer geht, das sind immer Kanten, wo die Dorsche gerne stehen. Dann ist es natürlich auch abhängig von der Jahreszeit. Es gibt Jahreszeiten, da sind sie dichter am Ufer. Das heißt, da fische ich in Tiefen von 6 bis 8 Metern. Nachher, wenn es wärmer ist, gehe ich dann auch schon mal auf 15, 16 bis 17 Meter. So. Das ist im Prinzip alles. Ansonsten muss man einfach gucken. Sowas hier könnt ihr zwischendurch natürlich auch mal ausprobieren. Das hier sind Aromen bzw. Lockstoffe. Einmal in der Variante Shrimp und einmal in der Variante Hering. Damit sprüht ihr euren Gummifisch zwischendurch einfach ein bisschen ein. Dementsprechend nimmt er den Duft an und sorgt vielleicht für den einen oder anderen Fisch zusätzlich. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg und natürlich viele schöne Dorsche.